Hallo und herzlich willkommen zur 107. Ausgabe der besten Apps der Woche hier von Galaxy. Und heute habe ich wieder, wie gewohnt, 5 coole Apps für euch herausgesucht und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Die erste App für heute nennt sich Storm the Train und bei Storm the Train müssen wir hier diesen Kämpfer spielen, der auf diesem Zug hier irgendwelchen Monstern begegnet und dieser muss er möglichst effizient ausschalten. Das heißt, wir können hier Waffen benutzen und auch neue Waffen einsammeln und Power-Ups einsammeln und damit müssen wir halt versuchen, so weit wie möglich hier zu kommen, das Level zu schaffen und dementsprechend müssen wir halt versuchen, unseren Typen immer weiter aufzuwerten und ich finde, das ist auch gerade vom Design wirklich richtig gut gemacht, das macht auf jeden Fall Spaß, deswegen probiert es doch gerne mal selber aus. Jetzt habe ich noch eine wirklich nützliche Bildbearbeitungs-App für euch parat und zwar nennt sich diese Snapseed. Und bei Snapseed können wir einfach unser Bild bearbeiten, wer hätte das gedacht? Und hierbei gefällt mir sehr gut die Bedienung. Also wir können hier einmal auf Bearbeiten klicken und erstmal aussuchen, was wir überhaupt machen wollen. Als erstes können wir hier mal die Feinabstimmung regeln und dann können wir hier immer durch so ein Menü scrollen, indem wir einfach über den Bildschirm wischen. Da können wir halt einstellen, was wir genau jetzt bearbeiten wollen. Also sagen wir mal beispielsweise, wir wollen jetzt die Helligkeit bearbeiten. Dann wählen wir das aus und wenn wir dann einfach nach links oder rechts wischen, dann ändert sich die Helligkeit. Das ist einfach sehr, sehr cool gemacht. Ohne dass man hier ein nerviges Menü irgendwie angezeigt bekommt, kann man sich voll auf das Bild konzentrieren, was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt. Und hier können wir nochmal was anderes auswählen. Sagen wir mal, hey, wir wollen die Wärme hochstellen. Dann wählen wir Wärme aus und wischen hier wieder hoch und schon wird die Wärme hochgestellt. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und wenn wir sagen, hey, ist es okay, wie wir es hier bearbeitet haben, klicken wir auf OK und können uns hier auch noch andere Effekte aussuchen. Was auch noch cool ist und was nicht jede Bildbearbeitungs-App hier hat, dass man einen kleinen Bereich des Bildes einfach bearbeiten kann. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel eine Stelle aussuchen, sagen wir mal hier, ich möchte das. Dann kann ich sagen, hey, ich möchte diesen Bereich ungefähr bearbeiten, was jetzt hier so rot angezeigt wurde. Und dann kann ich einfach für diesen Bereich die Werte ändern. Das heißt, jetzt beispielsweise, ich will in diesem Bereich, möchte ich einfach mal den Kontrast hochstellen. Dann geht das hier locker oder ich sage, hey, die Sättigung soll hier runter, ich möchte es da schwarz-weiß haben. Dann kann man das auch hier machen. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache und ich kann das jetzt gar nicht alles so erklären, was es hier gibt. Probiert die App gerne mal selber aus, sie ist kostenlos und hat mir sehr gut gefallen. Die nächste App nennt sich Dr. Parking 4 und der Name verrät eigentlich schon alles, was wir hier machen müssen. Wir müssen nämlich unser Auto einfach in eine Parklücke reinfahren und das gefällt mir hier sehr gut, denn es gibt sehr viele von diesen Apps, wo man einfach irgendwie einparken muss und die meisten sind nicht so gut gemacht. Aber bei dieser App ist es anders, das gefällt mir sehr gut, einmal vom Design her ist das schick gemacht. Und auch die Level steigern sich hier immer von der Schwierigkeit her. Das ist auf jeden Fall anspruchsvoller, als man vielleicht denkt. Man muss immer den richtigen Gang drin haben, rückwärts oder vorwärts einparken und halt versuchen, möglichst gegen nichts dagegen zu fahren. Und falls ihr das Spiel cool findet, probiert es doch gerne mal selber aus. Für alle Raumfahrtfans unter euch habe ich jetzt noch eine richtig coole App rausgesucht und zwar die App der NASA. Und die NASA, die stellt uns hier richtig gutes Material zur Verfügung, was wir uns einfach durch diese App anschauen können. Also beispielsweise laden die das neueste Videomaterial von deren Satelliten oder so hoch oder irgendwelche Bilder, die sie geschossen haben und die können wir uns hier einfach in der App anschauen. Wir schauen uns einfach mal hier ein paar Bilder an. Beispielsweise ist jetzt hier ein Bild da von diesem roten Mond, der jetzt letztens da am Himmel war und den können wir uns jetzt hier mal genauer anschauen. Klicken wir einfach drauf, bekommen hier das Bild angezeigt und was das Coole ist, die sagen jetzt echt, nee, hey, das sind unsere Bilder, die dürft ihr nicht haben, sondern wir können jetzt auch einfach über diese Einstellungen hier einfach uns das Bild runterladen und als Wallpaper setzen, das finde ich auf jeden Fall cool und da kann man sich auf jeden Fall schön durchklicken, wenn einen das so interessiert, so ein bisschen Raumfahrt und ich meine, diese Bilder sehen ja immer richtig cool aus, die dann so aus dem Weltraum kommen und das sieht man ja nicht überall, deswegen finde ich, das Ganze ist eine coole Sache, um sich da mal ein bisschen weiter zu informieren und wenn man vielleicht mal ein bisschen Langeweile hat, einfach ein paar coole Sachen anzuschauen, deswegen, wenn ihr das genauso cool findet wie ich, schaut euch die App doch gerne mal selber an. Jetzt habe ich noch einen richtigen Leckerbissen für euch und zwar nennt sich diese App Impossible 360 und hierbei müssen wir versuchen, diesen Ball so lange wie möglich in diesem Kreis zu behalten, ohne dass er halt gegen die Stacheln gerät, denn dann haben wir verloren und das Ziel ist hier, den höchstmöglichen Highscore zu erreichen. Das machen wir, indem wir all diese Punkte einsammeln, die halt hier in der Mitte des Kreises auftauchen. Das können wir halt machen, indem wir nach links und rechts den Kreis drehen und dementsprechend dreht sich dann auch unser Ball mit. Und das ist auf jeden Fall cool gemacht, finde ich. Dieses Spielprinzip habe ich so noch nicht gesehen und ist einfach mal ganz nett, wenn man mal zwischendurch was spielen möchte. Also, falls es euch gefällt, schaut euch das Ganze gerne mal genauer an.
Das war es jetzt auch schon wieder von dieser Ausgabe der besten Apps der Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es waren coole Apps für euch dabei. Und natürlich freue ich mich auch heute wieder über eure App-Vorschläge dort unten in den Kommentaren. Und falls ihr noch nicht genug von mir bekommen habt, könnt ihr jetzt noch die letzte Ausgabe der besten Apps der Woche anschauen. Ich habe euch diese in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns einfach beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.